Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Hopp, unserem kleinen schönen Adventure-Spiel. Und wir sind immer noch in der Unterwasserlandschaft, soweit ich weiß. Genau, so ich glaube. Ne, von hier sind wir gekommen, genau. Wir waren gerade auf dem Weg in diese Richtung. Ich musste ganz kurz mal wieder reinkommen, denn die Aufnahme ist jetzt wieder eine gute Woche her. Nein, genau eine Woche her. Von daher, ich glaube, wir mussten in diese Richtung hier weiter. Sieht auf jeden Fall ganz stark danach aus. So giftig, wie das hier unten alles ist. Okay. Müssen wir da schnell sein? Ohne dass die uns erwischt? Ah, wir müssen einfach bloß schnell sein. So, jetzt brauche ich mal ein bisschen irgendwie Gras oder so, damit wir uns mal wieder hochheilen können. Oder ist das schon das Ende? Oh, wir fluten das ganze Teil hier also. Verstehe. Warum sind wir da plötzlich so schnell geschwommen gerade? Okay, das war gerade hier alles ein etwas sehr merkwürdiges Schwimmverhalten von unserem kleinen Hopp. Wo müssen wir denn jetzt hin? Mal gucken, wo es weitergeht. Wieder zurück den Weg etwa? Ah, hier sind wieder die fliegenden Pokebälle. Ich finde das so geil, dass es so ein bisschen aussieht, diese Lampen wie Pokebälle, wenn man von oben drauf guckt. Okay, Rohr. Gott sei Dank. Ich wollte erst gerade runterspringen, aber ich glaube, wir müssen auf dieser Seite hier oben weiter. Ich muss mal hier hinten erstmal lang gucken, was hier ist. Da hinten wir auf jeden Fall einen Hebel oder einen Schalter oder sowas. Den werden wir auf jeden Fall aktivieren. Hier kommen wir hoch. Aber wozu? Kommen wir hier hoch, ist die Frage. Das Ding dreht sich, da kommen wir nicht rein. Aber hätten wir das Teil unten erstmal aktivieren sollen? Ich fürchte ja, ne? Ich glaube, wir... Ach, da oben. Okay. Und jetzt? Hier, irgendwie ist hier nichts, oder? Hm, keine Ahnung, wo man da hin soll. Oder was hier oben sein soll. Ich würde sagen... Ich wollte gerade sagen, wir kürzen mal ab. War vielleicht nicht die cleverste Idee, abzukürzen. Jedenfalls nicht da lang abzukürzen. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, nicht mehr zu diesem Hebel hin. Oder? Doch, wir kommen unter durch. Gut. Oder, beziehungsweise ein Hebel ist es ja gar nicht. Es ist ein Druckschalter. Mal gucken, was der bewirkt. Ach, der macht hier einfach nur die Tür auf, ne? Okay, dann werden wir auch gleich da oben bleiben können. Ah, ich frage mich aber trotzdem, was da oben jetzt gewesen wäre und wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Müssen wir jetzt wieder zurück zum Eingang? Glaube nicht. Also warum sollten wir jetzt hier zurückgehen? Wir haben zwar hier jetzt vorne den Bereich geflutet, aber ja dem Rest nicht. Oder hat sich jetzt irgendwas verändert? Gut, man konnte hier die Tür öffnen. Aber dennoch kommt man hier hoch. Ja, ist jetzt die Frage, rausgehen wieder und zurück und draußen weiter oder gibt es hier drin jetzt einen Weg, den man weitergehen muss? Geht dadurch nicht. Ich meine, das wirkt auf jeden Fall so, als sollte man hier eigentlich weitergehen. Ja, wir kommen jetzt hier rauf. Da kommen wir nicht hin. Wenn wir hier runterspringen, sind wir doch aber tot. Es ist doch jetzt gerade egal, wo wir jetzt hier gerade hinspringen würden. Von hier an würden wir doch sterben, oder nicht? Hm. Okay. Na gut, das heißt, wir müssen tatsächlich zurück. Hier oben scheint es nichts zu geben. Das ist einfach nur eine Sackgasse. Was ich mir zwar nicht so wirklich vorstellen kann, weil in Hopp gab es keine Sackgassen bisher. Bis jetzt war egal, wo wir weiter sind, egal in welche Richtung wir gegangen sind, gab es eigentlich immer einen Weg. Nur hier an der Stelle nicht. Hm. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns unser Gefährtchen hier und dann fahren wir mal wieder zurück. Ich würde auch sagen, dass wir das Teil auch nehmen, um einfach hier Schutz zu haben vor dem Roboterzeugs.
Gut, da könnte man abkürzen, wenn man wollte, aber wir nehmen die Erfahrung nicht mit. Oder wie man es nennen will. Ja, nicht festhängen. So, die haben wir weg. Jetzt würde ich ganz gerne einmal die Kameraperspektive ändern. Aber leider geht das ja in dem Spiel nicht. So. Tja, die Frage ist, wohin, ne? Hier drüben ist jetzt Wasser. Ich weiß gar nicht, war hier alles Wasser gefüllt? Ich glaube schon, ne? Wie gesagt, irgendwie kommt es mir nicht vor, als müssten wir hier wirklich zurück. Nee, das glaube ich ist falsch. Ah, wir hängen fest. Und so hängen wir fest. Okay. Ah, schwierige Frage, was wir jetzt machen. Wo wir jetzt lang gehen. Ich weiß gar nicht, waren die Bassons hier in der Mitte auch gefüllt? Bin mir gar nicht mehr sicher gerade. Oh, da haben wir einen vergessen, etwa. Na egal, das sind mehrere. Und tschüss. Oh, die bekommt man trotzdem. Cool. Aber ich... Gut, hier rüber kommen wir jetzt ganz einfach. Das ist jetzt nicht das Problem. Warum sollte man direkt wieder hier zurückgehen wollen? Oder müssen? Das verstehe ich nicht. Ich meine, wir haben jetzt hier das Wasser hochgelassen. Und könnten die Leiter hier jetzt nehmen. Beziehungsweise die Leiter hier... Bringt uns eigentlich bloß auf dieses Rohr. Mehr macht die ja nicht. Damit konnten wir hier die Tür öffnen. Irgendwas hat das hier zu sagen. Der Weg hier. Ich meine, das ist ja eindeutig ein Weg nach oben. Na komm schon. Och hopp. Stell dich nicht so an. Wir sind da gerade die ganze Zeit hoch. Geht doch. Schwierige Frage, was jetzt ist. Okay, kann man nicht kaputt machen. Wofür ist das hier gut, frage ich mich immer noch. Ist tatsächlich das erste Sackgasse? Wirkt auf jeden Fall so, als wäre es die erste Sackgasse in diesem Spiel. Okay, springen wir einfach runter. Das ist gerade der kürzere Weg, wieder am Anfang hinzukommen. Ja, gut, keine Ahnung, wo wir jetzt genau hin müssen. Das heißt, wir gehen tatsächlich zurück, würde ich sagen. Mana, Mana? Mana, Mana? Wofür war denn das Ding da, wenn man da gar nicht hochkommt? Nochmal. Insofern muss ja das Teil auch gut sein, wenn man da so rüber soll. Vermutlich da runter? Nee, da runter glaube ich nicht, oder? Ah, und so. Moment, Moment, Moment. Das habe ich ja gerade da an dem anderen Teil gerade da hinten gar nicht probiert, ob man da vielleicht auch nach oben einfach hätte weiter können. Es tut mir leid, dass wir jetzt da schon wieder hinrennen. Aber ein Versuch ist es definitiv wert, würde ich sagen, oder? Bevor wir jetzt hier da hinten wieder irgendwas Wichtiges vergessen, beziehungsweise ich glaube eher, dass der Weg ja tatsächlich da weitergeht. Oder mindestens ist dann irgendwie ein Teil Schwertteil oder ein... Ihr Leben- oder Mana-Teil ist wieder. Wobei das eigentlich für ein Mana-Teil und Leben-Teil schon viel zu gut versteckt wäre hier. Guck einer, guck. Tatsächlich kommt man hier oben rauf. Das habe ich gerade gar nicht bedacht an der Sache. Da geht es nicht weiter. Das heißt, wir hier lang.
Oder ist das jetzt nur eine Abkürzung? Nee, ist keine Abkürzung zurück. Okay. Jetzt haben wir erstmal unseren kleinen Freund befreit und der wird uns da unten gleich helfen, die Dinger wegzumachen. Dass wir das Gebiet tatsächlich jetzt von dem Gift hier befreien. Irgendwann hier runter müssen wir, oder? Ja. Dann hier rum und dann sind wir hinten bei dem Teil und dann können wir jetzt hier die ganze Seuche entfernen wieder aus dem Gebiet. Gott sei Dank sind wir da nochmal langgelaufen. Und der Pestkäfer ist besiegt. Nummer 3 von 7. Okay, also haben wir noch ein paar Welten vor uns tatsächlich. Um die Welt wieder von allem Übel zu befreien. Hey, da haben wir nichts. Ich würde sagen, wir gucken uns auch nochmal hier kurz um. Nicht, dass wir hier von dem üblen Zeug noch uns was, dass dieses Zeug was freigelegt hat. Na, an der Stelle anscheinend nicht. Gut. Wie schön, jetzt haben wir die Wasserwelt auch befreit. Das Reservoir, glaube ich, war das, ne? Ein Reservoir. Huch. Kamera, dankeschön. Ja, du willst, dass wir da lang gehen. Aber bevor wir da lang gehen, will ich nochmal hier umgucken. Ach, hier sind wir, glaube ich, am Eingang wieder, oder? Stimmt, wir sind wieder relativ nah am Eingang. Wo ist er hin? Der hier lang? Huch, da oben steht auf jeden Fall einer unserer Wächter. Okay. Anscheinend nicht lang. Wartet er hier auf uns? Jetzt ist natürlich die Frage, wo will er uns hinschicken? Wo wollen sie, will er, dass wir lang gehen? Ich bin wieder nicht sicher, ob das hier der richtige Weg ist, hier hoch. Halte beim Sprinten, beim Klettern Sprinten gedrückt, um schneller zu klettern. Ja, das haben wir schon gemacht. Tatsächlich ist ein... Nee, jetzt sind wir... Jetzt sind wir wieder hier. Huch, jetzt fahren wir wieder runter, okay. Wir sind beim letzten Mal nicht da reingekommen, oder? Beim Runterfahren? Oder doch, ich weiß es. Oh Mann, das ist schon wieder so eine Woche eigentlich nur her und ich habe trotzdem keine Ahnung mehr, wo wir waren. Beziehungsweise wie wir hierher kamen überall. Aber wir sind doch den Tunnel nicht direkt so runter, oder? Doch, müssen wir ja. Denn von da geht's nicht weiter. Ja, deswegen glaube ich fast noch gar nicht, dass wir da wieder hoch müssen. Ich glaube, wir müssen hier drinnen nochmal uns was machen, weil da oben steht ja der Wächter. Hm. Ja, da oben steht zwar der Wächter, aber der macht nichts. Also von daher würde ich doch... Okay, gehen wir mal draußen gucken, ob wir draußen jetzt irgendwo noch hin können, ob sich draußen noch irgendwas verändert hat. Dadurch, dass die ganzen Giftteile weg sind. Oder, ich weiß gar nicht, haben wir das Fragment schon für die nächste Welt? Weil man bekommt ja anscheinend immer so ein Fragment, was dann die Welt aufbauen lässt. An diesen Modulpunkten. Okay, hier kommen wir jetzt auf jeden Fall einfacher wieder hoch. Das hat sich schon mal geändert. Na gut, ist jetzt die Frage, wohin, ne? Wo können wir jetzt weiter? Ich glaube nicht, dass wir wieder zurück müssen, komplett den Weg. Huch! Nö, gegen dich habe ich eigentlich jetzt keine Lust, gerade zu kämpfen. Gut, hier draußen haben wir ja unseren Fischi, der uns hier wahrscheinlich noch rumschwirrt. Jetzt sind sogar viele kleine Fische wieder da. Ah. Ja. Hoppala. Runter, runter, runter. Hopp. So, ich würde aber auch sagen, bevor wir uns jetzt hier den Wolf dieser Folge suchen, suchen wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge einfach mal hier den Wolf, wo wir weiter müssen. Also, bis morgen hier wieder bei unserem kleinen Freund Hopp. Und ich hoffe, man hat mir in dieser Folge nicht angemerkt, dass ich zu müde eigentlich heute fürs Aufnehmen bin. Wir sehen uns morgen wieder hier zurück bei Hopp. Ciao.